Der Roman ist einerseits sehr erschütternd natürlich, dadurch, dass man erfährt, wie es eben diesen ohnmächtigen jungen Männern, die Geiseln an diesem Sultanshof waren, damals zum Teil ergangen ist. Und dann ist der Roman natürlich auch sehr spannend, weil es steckt sehr viel Historisches auch drin. Also dieser ganze Kampf da im Osten, das Osmanische Reich, wie sich das immer weiter ausgedehnt hat. Und es ist aber auch ein Abenteuerroman. Es gibt ja auch andere Charaktere noch in dem Buch, nicht nur Vlad Dracula. Und das ist einfach mittelalterliche Action. Da gibt's einen Hexereiprozess, da gibt's Gier und Habsucht und Intrigen und eben natürlich spielt die Liebe auch eine Rolle. Dass er zu einem Symbol des Grauens geworden ist. Also nicht nur einfach der Erzbösewicht, sondern er wurde zu einem Symbol. Und ich wollte einfach der Figur aus Fleisch und Blut nachspüren und die von dieser ganzen Patina der Legende befreien. Schauen, was steckt da dahinter. Der innere Kampf, diese Seelenpein, die er empfindet, weil er eben ohnmächtig mit ansehen muss, was mit seinem Bruder geschieht, weil er sich in etwas fügen muss, das für ihn eigentlich die größte Schande ist. Und weil er alles daran setzt, sein Fürstentum, das droht verloren zu gehen, zurückzugewinnen. Die Burg selber spielt eigentlich keine Rolle, sondern sie wird vom Grafen Ulrich von Helfenstein verkauft. Der kommt auch im Buch vor. Und das ist so ein bisschen der lustige, lebensfreudige Charakter da drin, der verprasst sein Geld und ist nur damit beschäftigt, sich Waffen und neue Panzer und Rüstungen zu kaufen. Und er hat immens viele Schulden und hat unter anderem ganz viel an die Stadt Ulm verkauft. Und diese Burg, die wir jetzt hier im Hintergrund sehen, die hat er dann 1448 an die Grafen von Württemberg verkaufen müssen. Vampire spielen überhaupt keine Rolle in meinem Buch, gar keine. Dass dieser Mythos oder diese ganze Geschichte, die kam erst in der Romantik auf und die hat mit der historischen Figur dieses Grafen Dracula oder Draculea überhaupt nichts zu tun. Ah!